Die Zwillingsstädte gaben nicht nach. Die Mongolen brauchten eine neue Taktik, um die große Festung der Song zu bezwingen. Anstelle eines weiteren verlustreichen Frontalangriffs wollten sie die Städte isolieren, indem sie die wichtige Nachschublinie in Lumenshan blockierten. Und da sind wir wieder zurück zu Age of Empires 4. Ich hatte in den letzten Tagen und Wochen kaum Zeit gehabt, das mal weiterzuzocken. Darum starten wir jetzt mal ganz schnell durch. Der Song-Überläufer General Liu Zheng riet Kublai Khan, die beste Strategie zur Eroberung von Zhenjiang sei die Errichtung einer Blockade, die die Stadt völlig von der Außenwelt abschnitt. Liu Zheng führte die Mongolen zu einer Handelsroute bei Lumenshan und setzte dort seinen Plan in die Tat um. Der Plan des Generals hing von der Rekrutierung lokaler Arbeiter ab, die Verteidigungsanlagen errichten konnten. In einem ersten Schritt musste die Garnison der Song nahe dem Dorf Lumen bezwungen werden. So, Aufklärung ist alles. Wollen wir doch mal schauen. Oh, das ging ja schnell mit den Schauen. Aber was soll's, da sind überall fremde Truppen. Da schenken wir uns die Aufklärung. Da marschieren wir einfach mal ein, würde ich sagen. Sparen wir auch Zeit. Rache für unseren Aufklärer. Der zweite gerade. Er hätte nicht unbedingt vorne stehen sollen, ne? Irgendwie bei den Formationsvorlagen fehlt mir irgendwie was. Ne? Da müsste es irgendwie noch anderes geben. So, nicht gerade Gänsemarsch. Oh. Oh, 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 oh. Verstecken Sie sich da im Busch. Aber ich finde das ein bisschen zu wenig. Sie müssen ja nicht unbedingt gleich die Schildkröte machen oder so, ne? Sind ja nicht bei den Römern. Aber wir machen besser jetzt die kleinen Trupps glatt, bevor sie uns irgendwie in den Rücken fallen können. Noch mehr. Was haben wir da? Okay. Ein befreundeter Wachturm. Ja.
Das nehmen die Mongolen so auseinander. Ist echt ein Schmaus, da so zuzugucken. Ne? Die nehmen einfach alles auseinander, was ihnen in die Quere kommt. So. Die Festung muss schnell weg. Die mongolische Armee riss die Garnison der Song in Stücke. Nachdem diese Wächter beseitigt waren, sicherte das Volk von Lumen, Liu Zheng und Kublai Khan seine Unterstützung zu. Dank der Kontrolle über Lumen konnte Liu Zheng chinesische Ausrüstung einsetzen, sowie chinesische Taktiken anwenden, wie zum Beispiel die Errichtung von Steinmauern. Er befahl dem Volk, Mauern zu bauen, um die Straßen nach Norden zu blockieren und Shenyang vom Rest der Song abzuschneiden. Ja, sehr gut. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir schon. Ah ja, unser Anführer hat auch eine Spezialfähigkeit. Ach so, ist auch vorgegeben, wo wir die zu errichten haben. Okay. Ja, so wie es aussieht, haben wir ein chinesisches Dorfzentrum, kein mongolisches. Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Die Einwohner von Lumen berichteten, dass auch das westlich gelegene Dorf Boheko die Ankunft Liu Zhengs begrüßen würde. Würde es dem General gelingen, Truppen nach Boheko zu bringen, würde das seine Blockade sowohl wirtschaftlich als auch militärisch stärken. So, wir mal gucken. Ach ja, das auch noch zwischendurch. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir da die Wirtschaft an Laufen kriegen, damit wir auch Mauern errichten können. Das überspringen wir natürlich, weil na, Video wird lang genug, keine Sorge. Gut, mal vorsichtshalber ein Tor. Wäre sowieso ganz gut. Dass wir unsere Truppen so ein bisschen verschieben können. Ach, von da kommen sie auch wieder. Ja, die Rohstoffe laufen ganz gut. Da können wir schon gut mit zufrieden sein. Wir haben ja auch einen Marktplatz, wo wir die Rohstoffe dann austauschen können. So, ein bisschen an Gold ran. Die Mauern blockierten nun die erste der Hauptrouten nach Chengyang. Ja,
So, da haben wir die zweite im Bau. Und wir haben ja noch ein Bonusziel. So, die Arbeiter noch ein bisschen beschäftigen, ein paar Türmchen bauen. Jawohl. Jetzt haben wir auch ein paar Bienenkörbe gebaut, damit wir ein bisschen mehr Power haben. Wo will der denn hin? Hoheko begrüßte Liu Zhengs Mannen und einige Mitglieder der lokalen Miliz liefen sogar zu den Mongolen über. Ich dachte erst, wir müssen das erobern, aber das sind ja, ist ja eine befreundete Siedlung, hätte ich fast gesagt. Ja, mit den Bogenschützen in den Hintergrund, ne? Das ist, da haben die keine Chance. So, hoffentlich habe ich jetzt auf dieser Seite nicht zu viel positioniert. Weil ich muss die anderen Mauern ja auch noch verteidigen. Ja, die Bienenkörbe, die sind natürlich super, sind die. Halten nichts aus, aber wie viele Aufklärer wollen die eigentlich noch schicken, ne? Liu Zhengs Vision war wirklich. Und noch einer. Die große mongolische Blockade. Na, kommt er noch durch? Die Städte der Song isoliert. Ja. Allerdings überließen die Kommandanten der Song Cheng Yang nicht einfach sich selbst und entsandten Streitkräfte, um die Befestigung der Mongolen. Eine schöne Dusche von den Bienenkörben. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Einen Überraschungsangriff auf Liu Zhengs Mannen. Der General musste verteidigen, was er seinen ehemaligen Herren genommen hatte. Oha. Da hätte ich. Ein bisschen mehr stationieren müssen. Jetzt.
Sentimal, Sinjili. Hinkun, wo ja schon heute. Wo man schon seit dem Deutsch leer, Zunni. Wo wir Körper haben, die in der Hand haben. Die Gauchau, wo Johann hier. Was hat die gute Frau da eben gesagt? King Kong? Ah, die Sprachausgabe, die ist schon göttlich. Aha. Jetzt greifen sie irgendeinen Außenposten an. Retten Sie Ihren Anführer. Shit. Sind die hier durchgebrochen? Ja. Ich hätte die Armee ein bisschen besser verteilen müssen. Ich wundere mich immer noch, was für ein Straßenverkehr ist. Also, die Spritpreise sind so teuer geworden. Und trotzdem fahren die Leute wie Lothar Löwe. Scheinbar haben sie genug Geld, ne? Ach du Elend, auch das noch. Die wollten gerade wahrscheinlich angreifen. Das war strategisch sehr ungünstig gewesen. So, wollen wir ihn erstmal wiederbeleben. Unseren General. Ah, hier hätte ich schon längst nachproduzieren müssen. Ja, habe ich ein bisschen unterschätzt, dass die Angriffe gleich so geballt an alle Fronten sein werden. Das war natürlich nicht so gut von mir. Ich muss
Es dürfen nicht mehr als 20 Soldaten durchbrechen. Na, dann mal zu. Und ganz ehrlich, die Partie musste ich auch noch mal von vorne starten, weil ich habe da einfach zu viele Fehler gemacht. Soldaten zu schlecht verteilt. Das konnte ich nachher nicht mehr ausgleichen. Aber macht ja nichts. Aus Fehler lernt man ja. Ah, diesmal habe ich auch die Festung ein bisschen geschickter gebaut. Durchgebrochen. Die Schweinepriester. Ja, im Moment sieht das nicht so sonderlich gut aus. Außer da, auf meiner rechten Flanke und linke Flanke. So. Ich hoffe mal, von da oben kommt nicht mehr sonderlich viel. Oder noch besser gar nichts. Dass sie hier durchgebrochen sind. Davon hätte ich mal viel früher Gebrauch machen müssen. Ja, jetzt steht nur noch das Ding da rum.
wären die da in der Mitte gar nicht durchgekommen. Ha, auch nicht schlecht. Meine Kavallerie kommt da nicht durch, aber die. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Nee, muss ich sagen, diese Mission ist so ein bisschen knifflig. Aber macht ja nichts. Ist ja auch eine Herausforderung. Ich sag ja, im Grunde genommen müsste man einmal die Mission so spielen und dann weiß man, worauf es ankommt. Weil ich hatte hier nämlich auch einen Bug gehabt. Da folgte nach dem siebten Angriff, also nach der siebten Welle, acht sollten es sein, erfolgte der gar nichts mehr. Und das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber, naja. Die Mongolen kontrollierten nach wie vor die Handelsroute der Song in Lumenshan und schnitten Chengyang auf diese Weise vom Süden ab. Dank der Informationen von General Liu Zheng ging der Plan Kublai Khans zur Schwächung der großen Song-Festung auf. Na bitte, Ende gut, alles gut. Aber ich muss zugeben, ich habe 3 Versuche gebraucht. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich die Kampagne begonnen habe. Ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Video. Schwere Kavallerie war ein Kernelement der mongolischen Armee. Per Definition war sie vollständig gepanzert. Schwere Kavalleristen waren es, die sich mitten ins Getümmel stürzten. Mongol Heavy Cavalry had steel helmets, but they also had this very distinctive form of armor here, known as lamina, made of steel, rawhide and even leather. Now, in this example, you can see how the individual scales have been laced together, often with doe skin. Rows of lamellae, which in turn was then sewn into fabric or leather backing. Lamina armor is wonderfully robust. It's flexible, relatively lightweight and easy to repair. Die schwere Kavallerie mit dem charakteristischen Lamellenpanzer bildete den Hammer der mongolischen Kriegsmaschinerie. All Mongols, both heavy and light cavalry, were capable horse archers. However, for the heavy cavalry, shock troops that rode into and smashed the enemy, the bow was of secondary importance. Their principal weapon of first contact was the lance. Angetrieben von der Wucht des Pferdes, wurde die Lanze meist zum Stoß verwendet, um Feinde aufzuspießen. Sie konnte mit großer Präzision genutzt werden.
Stöße mit der Spitze waren effektiv, doch die mongolische Lanze besaß noch ein weiteres Merkmal. Not only did you have the spearhead for running into and through the enemy, but you also had this hook to haul them from the saddle. Nur mit großer Stärke konnte man einen Kämpfer aus dem Sattel reißen. Doch das beförderte ihn ebenso erfolgreich aus dem Kampf wie ein direkter Lanzentreffer. In hand-to-hand combat, the Mongols used the sword to slice their way to victory. But they also had this, the great mace, which they used with two hands. Die Mongolen waren berühmt für ihre Fähigkeit, sich schnell fortzubewegen und überraschend zuzuschlagen. Doch ihre schwere Kavallerie war ein brutaler Stoßtrupp, der Feinde mit schierer Stärke zermalmen konnte.